So, einen wunderschönen guten Tag mit hervorragender Verstärkung heute. Es ist ja unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. Unser Weihnachtsmarkt ist erst ein paar Wochen her. Aber trotzdem, ne, jetzt haben wir mittlerweile schon Januar. Und wir haben natürlich gesagt, als wir den Weihnachtsmarkt hatten, dass wir ganz tolle Partner hatten bei uns am Weihnachtsmarkt, am Seaport im Saarland. Und die hatten sich was super Tolles einfallen lassen. Nämlich, sie haben Tee verkauft von Gore-Tex für den guten Zweck. Dazu gab es von BNS auch noch Pflegemittel. Auch die haben wir dort vor Ort verkauft für den guten Zweck. Und haben dann gesagt, für Bedürftige wollen wir das Geld, was dort eingenommen wird, wollen wir dann dazu nehmen, um Schuhe dann auch zu verkaufen. Getan. Gemeinsam mit Fredsman haben wir das dann auch gemacht und mittlerweile ist es soweit, dass wir diese tollen Schuhe dann auch entsprechend dann auch weitergeben. So, und bei mir ist ja schon der erste gute Mann und zwar ist das der Helmut Blaut. Herr Blaut, kommen Sie mal gleich mit mir. Ja, gerne. So, wir sind ja heute bei Ihnen hier. Erzählen Sie mal ein bisschen was über dieses Gut. Also das Gut Dauelsberg ist eine sehr alte Einrichtung der Wohnungslosenhilfe, 1884 schon gegründet. Nach dem Motto Pastor von Bodelschwings, Arbeit statt Almosen. Mhm. Inzwischen sind wir natürlich modern aufgestellt. Es ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen, seit 1884. Ein bisschen, ja. Die Zeit geht dann langsam. Ne? Also wir bezeichnen uns als Komplexeinrichtung. Wohnungslosenhilfe, Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung und ein Pflegeheim. Dann haben wir noch eine etwas größere Landwirtschaft, Arbeitsangebote im Programm Hilfe zur Arbeit. Also es ist schon... ein bunter Betrieb. Ja. Ein bunter Betrieb und es wird ja unfassbar gut auch angenommen und es ist ja wahnsinnig, was hier geboten wird. Erzählen Sie mal, welche Bereiche hier auch so realisiert werden. Ja, wir haben, also es fängt an mit der Übernachtungsstelle für akut obdachlose, wohnungslose Menschen, die sozusagen hier eigentlich zu jeder Zeit her können und von uns erstmal grundversorgt werden. Das heißt Essen, Trinken, Zimmer, Wäsche waschen und dann haben wir einen Sozialdienst, der diese Menschen anspricht und dann können Sie eventuell wechseln in den stationären Bereich der Wohnungslosenhilfe. So, und dann läuft so ein Programm ab, sozusagen. Hilfe zur Arbeit, also Tagesstruktur, Hilfe zur Arbeit. Man versucht natürlich besonders dann auch die Menschen, dass sie zurückkommen, auch in den Alltag. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Arbeit dort. Das heißt, auch gerade dieser Arbeitsprozess ist bei Ihnen auch sehr wichtig. Ja, zurück in den Alltag kommen heißt morgens aufstehen, frühstücken, sich den Tag gut gestalten, sinngebenden Tätigkeiten. Aber es ist tatsächlich so, dass gerade so diese normalen tagesaktuellen Abläufe, dass man die wieder so ein bisschen reintrichtert, ist das schon eine große Herausforderung. So wie Sie das auch kennen, morgens zur Arbeit gehen, abends ist Feierabend. Und vor allen Dingen, was Sie gerade auch schon vorher gesagt haben, dem Ganzen auch einen Sinn geben, eine nicht zu unterschätzende Sache. Genau. Und natürlich haben wir gesagt, als wir unseren Weihnachtsmarkt hatten, auch dem Ganzen wollen wir natürlich dann auch einen entsprechenden Sinn geben. Und den Sinn sozusagen in der puren Realität, den sehen, ich werde mich ja ein bisschen jetzt umdrehen, den sehen wir jetzt hier, nicht nur mit unserem tollen Wagen, sondern da ist auch der kleine Kai, ist auch schon mittlerweile da. Denn hier haben wir natürlich jetzt auch diese wundervollen Schuhe, die wir jetzt zusammengestellt haben. Kai, erzähl mal ganz kurz, was sind das für Modelle? Kannst du auch am besten mal zeigen, Menschenskin? Herr Blaut, kommen Sie mal ruhig um die Kurve rum, damit man sie auch sieht, sonst denkt man, sie sind weg hier. Teilhaben an der Freude. So. Genau, also das ist richtig klasse. Wir haben auch von den Spendengeldern konnten wir unglaublich viele Schuhe kaufen von der Marke Fredsman, ausgestattet mit Gore-Tex, also winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv, also ein richtig toller Leder-Winterschuh. Und dazu gab es noch von der Firma BNS, die ebenfalls dort Pflegespray und all so etwas verkauft hat, Pflegemittel, gab es nochmal eine Einlegesohle, eine warme Einlegesohle richtig pro Schuh. Toll. Obendrauf sozusagen eine Thermosohle. Also wenn das nicht etwas Tolles ist, also wir sind super, richtig stolz drauf. Ne? Ja. Hey, jetzt müssen Sie natürlich sagen, wie toll das hier ist, wie toll Sie das gebrauchen können. Das ist eine Punktlandung für unsere Leute, die hierher kommen. Sehr schönes Wort. Denn wenn ich so manchmal sehe, was sie so an den Füßen tragen, dann ist das doch eher bescheiden. Gerade im Winter. Das abgelaufen. Das glaube ich. Also es ist, ich denke mal, auch Menschen auch zu helfen, egal ob das Weihnachten ist oder nicht Weihnachten ist, ist immer eine richtig tolle und sehr dankbare Sache. Und vor allen Dingen all diejenigen, die das jetzt sehen, sollten auch ganz einfach mal auf die Webseite halt gehen. Die haben wir auch unten im Text eingeblendet und sich mal informieren über diese tolle Arbeit, die hier vor Ort geleistet wird. Und Spenden werden dann Gelder zwischendurch auch gerne mal angenommen. Übrigens dann auch mal, oder? Immer, jetzt müssen Sie immer sagen, ja. Immer. Ja, immer. Immer. Ein Traum. Also Hilfe wird gebraucht, ständig. Selbstverständlich. So sieht's aus. Ich sag mal, Unterstützung von außen, außerhalb unserer üblichen Finanzierungsmodelle sind immer. Immer. Und wir haben uns das jetzt auch schon ein bisschen angeguckt. Also hier ist auf jeden Fall Unterstützung, die man hier auch bietet und gibt, ist auf jeden Fall mehr als gut angekommen.
So, wir bedanken uns natürlich auch, alleine können wir das natürlich auch nicht, bei den ganzen vielen Leuten, die bei uns am Weihnachtsmarkt gekauft haben, Tee getrunken haben ohne Ende, dass wir sowas Tolles und die tollen Schuhe natürlich dann noch hier entsprechend spenden konnten. So, das soll es von uns gewesen sein. Allen einen schönen Tag und wir sagen bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.